Assault mit Milo. Wir sind im Marché. Ich habe diesmal die Fallschirmjäger nicht so massiv verstärkt wie sonst immer, sondern nur das Upgrade geholt für einmal billiger. Den Rest holen wir uns dann vielleicht später noch. Und hier geht es ja jetzt darum, die absolute Kontrolle zu erlangen. Das heißt, die strategischen Punkte halten. Und die Deutschen nicht so wirklich mitspielen lassen. Also gehen wir es an, würde ich sagen. Wenn mein Computer hier langsam mal aus dem Knick kommt, ne? Die mechanisierte Infanterie hat sich auf alle Fälle sehr gut geschlagen mit nur minus 5 Verlusten. Also minus 10 insgesamt. Weil die ja vorher noch zu dem Feld hingehen mussten. Das hat mir auf alle Fälle gut gefallen, dass wir da auch die Fahrzeuge nicht so richtig verloren haben. Vor allem, dass man da auch so, ja, Panzer, also so Maschinengewehr-Panzerwagen Achtung, irgendwie noch wir dazu müssen den bekommt. Das Sektor ist eigentlich sichern. schon ganz, Zielbereich ganz erhalten. nice. Zeigen Sie den Krauts, dass wir es ernst meinen. Unterwegs, passt auf die Landezone auf. So, hier mal noch Fallschirmjäger. Hier wäre natürlich jetzt cool gewesen, einen zweiten Trupp von dabei zu haben. Aber kann ja nicht immer alles haben. Steht bereit, Männer. Wir bringen den Kampf zu den Krupp. Absprung vollzogen. Alle Mann anwesend? Ja, sind alle Mann anwesend. Halt diese Position an. Wir werden sie Ach, erobern. die Und wir Siegespunkte sind werden auf alle Fälle ganz schön weit hinten, muss ich Wehrtrupp ist sagen. bereit für den Einsatz. Entsichern und laden. Auf uns wartet eine Schießerei. Hört zu, Kameraden. Macht euch bereit zum Einsatz, Männer. Wenn wir dann auch noch Bereit den Sie sich ein an, oder pass auf. anderen Wir haben Befehle erhalten. Trupp Warten wir. Fallschirmjäger dazu holen müssen, denke Also ich. gut, ihr Pfeifen. Alle herhören. Warnbefehle, Alle drei Jungs. Siegmarken. Aber wirklich Die weit Jungs hinten auf die Gewehre. Siegmarken. Macht euch bereit. In Ordnung. Hört Haltet auf, wir euch, haben haltet euch Eroberungsbefehle bereit. erhalten. Also gut, Männer. Wir kämpfen uns nach vorn und sichern diesen Wichtig ist in Bereich. meinen Augen, die Deutschen hier schnell. Fallschirmjäger bereit. Den Warten auf Deutschen hier schnell und Landezonenziel. hart die Punkte zu klauen. Hört zu, Kameraden. Mir wurden Befehle Und hier nicht überreicht. so Bereit, Männer. richtig Ah, verflucht. Wir bekommen. Hört zu, Kameraden. Widerstand Ziel aufkommen zu gesichert. lassen. Den Aufsatz gehen wir rein. Alles herhören. Neue Magazine sind da. Wir haben Eroberungsbefehle. Bereich gehört uns. Fallschirmjäger unterwegs. Gebt ihnen Befehle. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch die zwei anderen strategischen Positionen besetzen. Ah, okay, an das Ding hier oben erinnere ich mich auf alle Also Fälle. gut, ihr Pfeifen. Alles her. Komm, verdammt! Jemand soll uns hier raus. Diese Position ist... Feuer auf die feindliche Infanterie! Bewegt euch zu den... Bewegung! Geht Wenn ich zu dieser hier Position! Einen Punkt bewegen, dann Gruppe den hier gelandet. auf die Fälle Fallschirmjäger bereit. Nachrücken. Sichert mir diese verdammte Position! Umfassen und halten! Zu dieser Position! Messe nieder! Ich habe Befehle erhalten! Schiebt die Vorderen voran! Wir haben Befehle! Schieben wir da ran? Bewegung! Los! Steht bereit, Männer! Springt ab und zieht auf dieses Gitter. Ich will es gesichert haben. Und zwar ohne Meckern. Lasst sie wissen, dass wir hier sind. Lasst die Männer... Bazooka wird bald freigeschaltet. Was wäre... Schon mal wichtig, hier noch eine Bazooka zu haben, muss ich sagen. Verteilt euch auf der anderen Seite. Wir stoßen tief hinter ihrer Linien vor. Ja, okay. Kümmert euch drum! Deutschen. Töten Sie diese Mistkerle! Erobert diese verdammte Position, Vater! So viel wie möglich hier definitiv wegnehmen. Bazooka ist jetzt zum Abholen verfügbar. Nehmen wir meine Bazooka mit. In Ordnung. Wir bringen den Kampf zu. Wir haben Befehle. Ja, okay, den nehmen wir mal kurz noch. Alle strategischen Positionen in unserer Hand. Habt ihr die Bazooka jetzt mitgenommen? Nein. Wir nehmen einen taktischen Punkt ein.
Keine Fallschirmjäger mehr. Eine große feindliche Einheit nähert sich einem Gebiet. Greifen Sie mit ein paar Einheiten an, ehe Sie sich verschanzen können. Ein Eroberungspunkt wird angegriffen. In Ordnung, Jungs. Macht euch bereit. Wir stehen auf alle Fälle besser. Warnbefehle, Jungs. Im Laufschritt, Leute. Wir haben... Und was hab ich denn nicht erwartet, dass sie doch schneller als... Dass sowas auf alle Fälle passiert mit den... Zurückfallen! Zurückfallen! Nur die Jungs können wir hier zusammenziehen. Knallt die verdammten Hunde ab! Die Deutschen haben noch 200 Punkte! Der Feind überrennt einen unserer Eroberungspunkte! Lieutenant hat sich zum Dienst gemeldet. Natürlich auch keine Chance hier irgendwo. Das Kontrollverhältnis verlagert sich. Passen Sie die Angriffsstrategie an. Kümmert euch drum, Jungs. Das war der letzte. Dafür haben wir die Packung mit. Ich sehe Fallschirmjäger in der Luft. Okay, die habe ich glaube ich jetzt völlig gegen die Wand gefahren. Ein Eroberungspunkt wird überrannt. Los, 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 los! Steht bereit, Männer. Wir müssen diesen Gitterpunkt erobern und haben. Feindliche Schützen! Ich glaube, die haben sich nicht zu doll wehgetan. Befehle! Bewegung! Kümmert euch drum! Jemand soll uns hier rausholen! Die Fallschirmjäger sind gelandet! Tatsächlich ist sogar ganz gut geworden. Macht euch, haltet euch bereit! Rückzug! Planänderung! Legt euch ins Zeug! Unter der Säule! Weiter so, zeigt sie ihn! Erobern wir diesen Bereich! Thunderbolts zum Kampf bereit! Ein zweiter Trupp mit Raketenwerfer wäre auf alle Fälle auch diesen kleinen. Nee, das ist nicht so richtig. Aufgepasst, Befehle! Alle strategischen Positionen in unserer Hand. Oh, meinst du mal die wieder? Wir wissen durch Funkabhörung, dass die Deutschen strategische Gebiete zurückerobern wollen. Machen Sie Ihre Linie bereit. Dazu brauchen wir doch keine Funkabhörung. Ganz ehrlich. Wir müssen diesen Bereich sichern. So, dann nehmen wir die nicht mal ein bisschen aufsplitten. Bewegung, los! Irgendwo Nachteil von Fallschirmjägern. Du kannst dir halt nirgendwo runterkommen lassen. Das Kontrollverhältnis verlagert sich. Passen Sie die Angriffsstrategie an. Bataillon hat nach. Denkt dran, wir müssen alle drei strategischen Positionen besetzen, wenn wir den Feind vertreiben wollen. Hammer. Bestimmen Sie einen Feuerpunkt für diese Stellung. Und mal der Versuch hier einigermaßen. Die sind natürlich echt dünn. So, was haben wir denn? 51 von... Alle strategischen Positionen in unserer Hand!
Ich weiß, ob ein bisschen dicker ist oder sind wir falsch schon wieder. Machen Sie Ihre Linien bereit. Wir müssen die Gitterpunkt erobern und halten, bis die Flieger fertig sind. Irgendwie so hier. Die haben uns genau im Visier. Eine unserer Stellungen steht unter Beschuss. Tiefflugkanone unterwegs. Das sollte Ihnen zu denken geben. Ein Eroberungspunkt wird überrannt. Ich bin jetzt verlieren. Wir haben eine Infanterie-Einheit verloren. Sie wurde ausgelöscht. Bunker ein. Der Feind hat eine Stellung zerstört. Das Kontrollverhältnis verlagert sich. Passen Sie die Angriffsstrategie an. Heute ist euer Glückstag. Nachschubabwurf unterwegs. So, zum 19. Das ist die frische Ladung Edgewars steht bereit und wartet nur auf den Befehl. Kontakt mit den freundlichen Schützen! Befehl wurde gerade befördert! Lauf! Schnell, sieht es ja trotzdem noch ganz gut aus. Alle strategischen Positionen in unserer Hand! Wir wissen durch Funkabhörung, dass die Deutschen strategische Gebiete zurückerobern wollen. Machen Sie Ihre Linien bereit. Ihr sichert den Bereich. Haben zwar definitiv ein bisschen was schon verloren. T-Boat macht Überflug. Lass die 50er krachen. Nicht der das und ihr das. Die Krautfresser haben noch 75 Punkte. Auf alle Fälle viel flexibler gerade. Die Taktik, die ich anwende, als diese doch relativ starre, die wir sonst immer verwenden. Ich meine, die ein oder anderen Bunker hinzustellen, das schadet ja trotzdem nichts, auch wenn man irgendwie. Doch, da steht er. T-Boat im Anflug! Räumt das Gebiet! Nieder mit den Deutschen! T-Boat... Ein Eroberungspunkt wird angegriffen. Den würde ich ganz nehmen, den ich auch. Die sind alle gerade ganz schön drauf, deswegen nehmen wir die mal alle zurück. Verlieren einen Eroberungspunkt! Granaten werfen! So, das sollte nicht mehr so lange dauern. Also gut, Männer, los geht's! Hier noch irgendwo vernünftig. Ne. Es sieht folgendermaßen aus. Alle Schlüsselsektoren gesichert. Sehr gute Arbeit, Männer. Position hier auch. Sichert mir diese Panzerarbeit. Ja, irgendwie mal hier hinter, dass wir ganz gut auf die Deutschen schießen können. Okay, war's schon. Na, das ging doch gut. So, die beiden knallen wir da auch noch ab, oder? Nein, laufen runter, okay. Laufen zurück. Jetzt nicht ganz schlecht. Haben zwar Verluste, aber eigentlich nur so einzelne. Also überhaupt doch einen Trupp haben wir verloren. Minus 9 ist gut. Und 35 Veteranenstufe dazu. Das ist auf alle Fälle... Ich habe niemals um das Kommando gebeten. Eigentlich ganz gut. So. 4 sichere Sektoren. Alle 3 Kompanien sind einsatzbereit. Stimon, lassen wir das mal. Was haben wir denn hier oben? Ruhepausen, ja. Die Ranger. Stavelot. Bullingen. Ziel, Panzerangriff. Und hier das Umland. Das Umland ging ja auf alle Fälle immer relativ gut. Hoffalize wäre vielleicht was mit Kompanie Baker.
Noch sind ja bis auf die inneren... Ach nee, SPL ging immer ganz gut. Leichte Luftunterstützung. Okay, den deutschen Kommandolastwagen. Outskirts. Okay, vielleicht gehen wir erstmal nach Hoffolitze. Mit der Kompanie Baker. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Ist ja auch eine Geschwindigkeitsmission. Wir wollen uns ja hier wieder irgendwie durchwurschteln. Wir wollen auf alle Fälle die beiden erstmal verbinden und dann hier rüber Fox dazu holen. Okay, gut. Schönen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Baker in Hoffolitze. Hoffolitze oder so ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.